Ja, moin Leute, willkommen zu einem kleinen Tutorial von mir. Ich bin der Pink Unicorn von Official Sky and Wings. Heute zeige ich euch einen kleinen Effekt mit Sony Vegas, den ich gerne mal benutze, so für den Bass. Und es passt halt, also der Bass synchronisiert mit der Musik. Ich habe hier mal schon ein kleines Video hochgeladen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. So, wie man jetzt gerade sehen konnte, halt ist die, also ist der Bass sozusagen synchronisiert, dass das so kurz anzoomt und wieder rauszoomt sozusagen. Ist eigentlich ganz leicht. Wir nehmen uns jetzt erstmal einen kleinen, also die Musik, ich nehme jetzt einfach mal das gleiche Lied, weil es jetzt einfach dann ein bisschen was flotter geht. Nehmen wir uns unseren Clip, den wir gerne haben wollen. Ich nehme jetzt einfach mal irgendetwas raus aus meinem Ordner. Ja. Was nehmen wir denn? Was haben wir denn? Ich glaube, das hier müsste okay sein. Schauen wir doch mal kurz. Ja. Ja, das ist okay. Nehmen wir, ziehen uns den rein. Natürlich sollte man die Musik klein unten haben. Also ich mache es immer so, muss jetzt nicht. Warte, machen wir kurz das Vorschau auf Auto. So, jetzt suchen wir uns erstmal die Stelle raus, wo der abspringen soll. Also das sollte ja an dem Höhepunkt des Liedes sein. Könnte jetzt was laut sein. Ich mache mal kurz was leiser, mein Sony Vegas. Hier. Das leiser machen. Ja, hier ungefähr. Das heißt, ich mache es erstmal bis hier weg, das Lied. Fade das sozusagen ein, damit es langsam anfängt. So, passt das. So, und jetzt zoomen wir einfach mal was ran. Man kann es entweder auch per, ja, vom Gefühl her machen. Also man kann mit M einen Marker setzen. So, das heißt jetzt zum Beispiel, hier ist jetzt irgendwas Bestimmtes. Aber warte, es ist jetzt hier gerade nicht, sondern wir wollen das machen da, wo der Bass ist. Das sieht man hier, ist der Bass. Hier ist ein Clap. Und hier ist wieder der Bass. Das heißt, immer diese, ja, gewobbelten Linien sind sozusagen der Bass. Man kann es aber auch einfach so machen, indem man das Lied einfach anhört. Und immer wenn der Bass kommt, drückt man einfach M. Ich mache es aber jetzt mal manuell. Mach hier ein M hin, weil hier der Bass kommt. Hier ist ein Clap. Hier kommt wieder der Bass. Kann man ja hören. Machen wir hier wieder ein M hin. So, so, hier kommt wieder zweimal, kommt zweimal der Bass. Das heißt, wir machen hier einen hin. Machen, ich glaube, ja, hier machen wir auch noch einen hin. So, dann kommt hier noch ein Bass hin. Also, ihr müsst das einfach machen. Ihr spielt es öfters ab. Oh, scheiße, jetzt habe ich gerade was verschoben. So. Ja, ich spiele es einfach die ganze Zeit ab und immer da, wo der Bass kommt, macht er einfach einen Marker hin. Ja, hier kann auch noch einer hin. Da. So. Das reicht jetzt erstmal fürs Tutorial. Man kann es natürlich auch länger machen, je nachdem, wie lang halt euer Clip ist. So, jetzt faden wir mal kurz meinen Clip ein. So, wir wollen jetzt, dass der hier schon losspringt. So, jetzt spule ich erstmal was vor. So. Da springt er ungefähr ab. Das heißt, wir machen dann einfach das Einfaden, machen wir jetzt erstmal da weg. Das war gerade falsch von mir. Und machen einfach, wir springt ja jetzt schon sofort los. Das heißt, wenn der Bass anfängt, fängt auch dann direkt der Clip an. Das ist ein, ja, ganz normaler Standardeffekt eigentlich. Das macht eigentlich jeder. So, jetzt kommen wir doch mal zu dem Bass, zu diesem Anzoomen. Wir gehen auf den Clip hier, sehen wir dieses kleine Viereck hier, oder Rechteck, Event Panorama Cropping. Das wählen wir aus, machen uns das ein klein wenig was größer. Und, obwohl ne, was kleiner wäre, was besser. So, das hier unten muss aktiviert sein, Cursor synchronisieren, das heißt, wenn ihr hier mitgeht, geht der, also auf der Videoline auch mit. So, jetzt gehen wir zum Anfang des Clips, hier kommt ja schon der erste Bass. Das heißt, wir zoomen hier schon mal an.
Das heißt, der Clip würde jetzt normalerweise eigentlich angezoomt anfangen. Das ist die ganze Zeit angezoomt. So, wir zoomen hier schon mal an. Gehen so weit, bis der nächste Marker anfängt. Also kurz davor, ungefähr immer so ein Stück sollte da noch frei sein. Und zoomen dann hier wieder raus. Man kann entweder Rechtsklick machen, wiederherstellen oder es einfach manuell machen. So, jetzt haben wir hier eigentlich schon so eine kleine Animation erstellt. Das heißt, von dem Marker angezoomt, geht es wieder bis zu dem Marker rausgezoomt. Das ist dann sozusagen der Bass-Effekt. Bei dem letzten Marker müsst ihr immer halten machen. Das heißt, würdet ihr jetzt hier wieder linear machen und hier zum Beispiel wieder anzoomen, dann wäre das so, sozusagen so ein. Ja, es läuft dann einfach ineinander über. Das heißt, es ist immer noch die Animation. Würdet ihr jetzt halten machen, bleibt dieser Key hält so lange, bis der nächste Key wieder anfängt. Das heißt, man sieht ja schon, wenn man jetzt vorspult, es geht ganz normal raus. Und jetzt ist es kaum keine Animation mehr, weil das auf Halten eingestellt ist. Das heißt, und hier fängt, sobald man wieder hier drüber kommt, fängt der nächste an. So. Jetzt tun wir den Key mal kurz wieder verschieben. Hier fängt ja der nächste Bass an. So. Ein bisschen genauer machen, so. So, jetzt spulen wir wieder vor. Bis ich wieder hier bin. Machen hier wieder auf Halten. Na, okay, halten sollte man erst später machen. So. Jetzt haben wir schon zwei Basslinien gemacht, also Bassanimationen gemacht. Jetzt kann ich mir das mal anschauen. Und wie man sehen kann, funktioniert das ganz super. Okay, ich sollte vielleicht bei dem hier nicht so weit ranzoomen. Das sieht ein bisschen viel aus. So reicht, glaube ich. Also man sollte es nicht zu übertreiben, sonst sieht es ein bisschen zu abgehackt aus einfach. Nicht mehr so. Ja. So, und das macht ihr jetzt einfach bei jedem Marker, den ihr habt. Ihr macht einfach das Gleiche. Ihr könnt eigentlich auch für die Faulen, also für mich, könnt ihr einfach auswählen und kopieren mit Steuerung C oder macht Rechtsklick und dann geht ihr auf Kopieren. Geht einfach wieder zur nächsten Markerstelle. Ich suche mal kurz hier was ran, sonst sehe ich hier nichts. Hier und fügt die Scheiße wieder ein. So, jetzt habe ich es natürlich hier, ist natürlich diese kurze Bassstelle, dieses Bum Bum. Da muss man natürlich ein bisschen kurz machen, den Bass. Kopiert man wieder. Auf jeden Fall immer auf jedem Marker so einfügen, wie man es haben will. Das können wir uns nochmal anschauen. Ja, funktioniert auch super, finde ich. Und sieht auch gut aus. Man sollte es natürlich nicht zu oft verwenden, sonst gewöhnt man sich zu sehr an den Effekt. Und ja, das war's auch mit dem ersten Tutorial. Was ich euch auch noch empfehlen kann, ist, man kann auch nochmal zwischendurch mal so ein. Man kann das auch zwischendurch mal nicht die ganze Zeit so ein ganz standardmäßiges anzoomen. Man kann auch vielleicht mal so ein bisschen drehen, so. Klein wenig noch ranzoomen. Das heißt, wenn der reinkommt, dreht er sich so aus. So. Das sieht auch mal manchmal ganz cool aus. Muss nicht immer so sein. Ja, das sieht eigentlich ganz cool aus. Gut, also spielt einfach so ein bisschen damit rum. Auf jeden Fall das mit den Markern, hoffe ich, habt ihr jetzt verstanden. Also immer, wenn der Bass kommt, M drücken und dann passt das. Gut, das war's mit meinem ersten Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.